Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Es gibt einige Filme, bei denen die Produktionsgeschichte hinter den Kulissen wesentlich interessanter ist als die Geschichte, die uns der Film eigentlich zeigen wollte. Und wir haben in den letzten Jahren hier auf Playzocker Reviews, vor allem im Blu-ray-Check, einige der wahnwitzigsten Produktionsgeschichten ever miteinander erlebt. Aber ich glaube, das, was wir uns heute anschauen, das toppt alles. Und ich weiß, auf den ersten Blick wirkt dieses Set irgendwie strange auf der anderen Seite, aber auch irgendwie faszinierend. Und glaubt mir, die Geschichte beginnt erst. Wir starten nämlich im Jahr 1950 mit der Karriere von Filmemacher Ron Ormond. Der hat sein Regiedebüt gefeiert im Jahr 1950 bei einem Film namens Fuzzy und der Peitschenheini, hat dann neben Filmen wie Kampf um die Silbermine 1951 mit Peitsche und Pistole gedreht, 1952 Die Todespeitsche. Ich merke ein gewisses Interesse, bis er dann später zu Titeln wie Todespfeil am Mississippi, Sabu, der Dschungelprinz und so weiter gekommen ist. Aber dann passierte im Jahr 1968 etwas, denn Ron Ormond ist mit einem Flugzeug abgestürzt, hat allerdings diesen Absturz überlebt, hat dabei offensichtlich eine Erleuchtung oder ein schweres Schädelhirntrauma, je nachdem, wie man es interpretieren will, bekommen und hat sich seitdem dem Christentum verschrieben, blieb aber irgendwie tief in seinem Herzen Exploitation-Filmemacher, nur dass er das in Zusammenarbeit mit einem ebenfalls, sagen wir mal, nicht ganz dichten Pfarrer oder Priester oder Prediger namens Estes Perkle gemacht hat und dabei Mischungen, also inszenierte Predigten, die allerdings auch mit Tod und Leichenschändung und Kinder erschießen, inszeniert wurden, als wäre es ein Exploitation-Film. Quasi eine Mischung aus Beware Children at Play und dem, was sich wahrscheinlich Mel Gibson als Podcast anhört. Was für eine Story. Vor allem Stories, die man hierzulande eigentlich nicht wirklich erleben konnte, denn das filmische Werk von Ron Ormond ist im deutschsprachigen Raum eher undokumentiert, was so weit geht, dass Ron Ormond nicht einmal ein Ergebnis in der OFDB Regiesuche auswirft. Aber wir bekamen jetzt in England über Indicator ein eigenes Boxset unter dem Titel From Hollywood to Heaven, The Lost and Saved Films of the Ormond Family. Doch Ron Ormond ist tatsächlich schon in der OFDB auch gelistet mit seinen Filmen, aber wenn ich zumindest einmal die mit den deutschen Titeln durchgehe, dann finde ich hier bei den Peitschen keinerlei deutsche Releases. Doch tatsächlich, der Todespfeil am Mississippi lief 1968 über Phoebus in den Kinos mit FSK 12 Freigabe, war allerdings nicht feiertagsfrei und war einer von nur drei veröffentlichten Filmen der Münchner Verleihfirma Phoebus. Offensichtlich hatten sie halt nicht unbedingt das beste Händchen für die Filmauswahl, wenn sie sich für sowas dann entscheiden. Auf jeden Fall kommen wir hier zu dem britischen Indicator-Set mit den eben Lost and Saved Films von Ormond, eben mit seiner Frau Julie Ormond, glaube ich, wo er das meiste gemacht hat. Aber was ich ganz besonders spannend finde, ist derjenige, der dieses Set kuratiert hat, ist kein geringerer als Nicholas Winding Refn, was beweist, dass auch er als Arthouse-Filmmacher eigentlich jemand ist, der offensichtlich auch trashige Exploitation-Kunst schätzen kann. Das Set ist hier limitiert auf nur 6000 Stück, die sich allerdings noch dazu auf England und Amerika aufteilen, wobei ich mir hier im Sale von Indicator die neue, die britische Version geholt habe. Wir merken, dass hier wirklich, wirklich einige Filme mit drauf sind. Wir können ja noch einmal einen Blick auf das Bonusmaterial werfen. Wir finden hier 2K-Restaurationen, in dem Fall die von Duplicate Negatives beziehungsweise auch von überlebenden 16mm Prints mit dabei sind, dass es hier teilweise sogar noch Upscales von Standard Definition Tapes gibt. Da darf man eben wirklich nicht vergessen, man muss die Qualität wirklich mit einem
leichten, sagen wir mal freundlichen Auge begutachtenden, das sind Filme, die ganz offensichtlich in den Archiven geschunden wurden und sonst absolut verloren gewesen wären. Man hat hier offensichtlich aus dem Archiv von Ron Ormond die Filme rausgepickt, die man überhaupt noch aufbereiten konnte. Und wir werden uns jetzt einmal gemeinsam ein bisschen mehr davon anschauen, um welche Filme es sich dabei wirklich handelt. Neben dem, muss man wirklich sagen, etwas unscheinbaren Cover. An der Stelle kann ich übrigens nur darauf hinweisen, dass die wirklich wilden Ron Ormond und Estes Perko-Filme in Amerika vom Cinema Snob reviewed wurden und dass ich einige der Informationen natürlich auch von seinen Videos habe. Und vielleicht euch empfehlen würde, hier einen Blick rauf zu werfen. Wir starten hier mit dem ersten Set, quasi einer der bekanntesten Exploitation-Filme von Ron Ormond. Please Don't Touch Me aus dem Jahr 1963 ist hier eben zusammen auf einer Blu-ray gemeinsam mit dem Film Untamed Mistress aus dem Jahr 1956 ist der eigentlich, obwohl hier 51 steht, beziehungsweise White Lightning Rod aus dem Jahr laut hier Angabe 1964, laut OFDB 1967. Wir merken, das Ganze wird ein bisschen kompliziert bei der näheren Betrachtung, aber drei Filme, die sich hier eine Disc teilen, natürlich Alter, bekommen wir hier schon. What the fuck is that? Okay, ich glaube, ich muss mich jetzt einmal direkt so lange abmelden von sämtlichen anderen Verpflichtungen, wie manche andere Leute, als Final Fantasy VII Rebirth erschienen ist, weil ich glaube, ich muss dieses Set einmal direkt sofort durch meinen Player jagen. Dann bekommen wir auch hier mit The Exotic Ones ein ganz, ganz wildes Poster serviert. Beziehungsweise haben wir hier die 40 Acre Feud aus dem Jahr 1965, das stimmt sogar. Girl from Tobacco Row aus 1966 und The Exotic Ones aus 1968. Da stimmen in diesem Fall die Zeitangaben sogar mit diesem Set und mit der IMDb überein, aber diese drei Filme teilen sich dann eben hier die nächste Blu-ray. Man merkt tatsächlich, dass es hier eher um die späteren Filme von Ron Ormond gehen dürfte, wobei ich jetzt nicht davon ausgehe, dass es nur um diese Filme ging, sondern dass das halt wirklich die einzigen waren, die man noch irgendwie ansatzweise auftreiben konnte. Gut, ein paar von seinen Produktionen nehme ich mal an, so wie eben If Footman Tire, nein, die kommen sogar von Duplicate Negatives, da hätte ich mir eher noch gedacht, dass es da vielleicht nur mehr Tape Master gibt. Aber kommen wir zu dem großen Highlight, gut, in dem Fall ist es The Frightening Prophecy of a Doomed America, nämlich Estes Perko, das ist der Idiot, in If Footman Tire You, What Will Horses Do? Ein Zitat tatsächlich frei nach irgendeinem Bibelvers aus dem Jahr 1971, ein 53 Minuten langer quasi Fürchtefilm, dann hier eben auch noch untergebracht hier mit The Burning Hell, The Grim Reaper und The Believer's Heaven, die dann später gefolgt sind, die quasi eigentlich, das ist die Estes Perko-Reihe, die Trilogie eigentlich hier oben, oder? Wo die auch noch dabei waren. Nein, er war nur bei The Burning Hell noch mit dabei. Der ist übrigens auch vom Cinema Snob reviewed worden, also Footman und Burning Hell sind Reviews, die extrem empfehlenswert sind und ich glaube, dass jeder Fan von ranziger Exploitation, so wie ich, das ist eine schockierende Visage sondergleichen. Jeder, der wirklich ganz räudige Exploitation mag, der wird um dieses Set nicht hinwegkommen. Alleine eben, um Footman und Burning Hell jemals sehen zu können, das ist wahrscheinlich ein Film für Freunde und Bier. Weil ich glaube, ohne Bier würde man das auch nicht aushalten. Dann geht's hier noch einmal weiter. Interessanterweise mit Dingen, die dann über die OFDB oder IMDb sogar auch Einträge weitergehen. Wir haben nämlich hier
39 Stripes mit auf der Disc aus dem Jahr 1979 ist das der letzte Film, bei dem Ron Ormond Regie geführt hat. Bei dem Film It's the Second Coming hat Ron Ormond dann nur mehr das Drehbuch geschrieben und sein Sohn Tim Ormond hat übernommen, was noch weiter gegangen ist, weil bei Sacred Symbol hat er dann nur mehr über die Ormond Organization produziert, nämlich June Ormond, die Ehefrau, und Tim Ormond hat weiter die Regie übernommen. Das ist quasi ein Bonusfilm in diesem Set aus quasi Filmen, die man eigentlich am liebsten in einem atomaren Fass versenken sollte. Gut, muss man dazu sagen, wenn ich dran denke, was passiert ist bei Warte, ich muss mir merken, 999. Auf jeden Fall, wenn ich dran denke, was mit Marvin in The Toxic Avenger passiert ist, wäre es vielleicht gar keine so gute Idee, diese Filme in einem atomar verseuchten Fass zu versenken. Wer weiß, als was sie dann wieder zurückkommen. Wobei ich wirklich glaube, nach dem, was ich eben von Footman und Burning Hell schon gesehen habe, schlimmer kann es eigentlich gar nicht werden. Hier... Was für eine elendige Scheiße. Ja. Auf jeden Fall ein sehr schön aufgeteiltes Booklet, das dann eben offensichtlich gegen Ende auch noch komplette Filmografien bringt, was sicherlich nicht unhilfreich ist eben bei solchen Filmen, weil hier geht es eben am Anfang um die Western, um die Exploitation-Filme. Untamed Mistress, ich muss diesen Track wirklich, wirklich bald sehen. Auch natürlich einige Filme, die hier erwähnt werden und beigelegt werden, die wir nicht in dem Set enthalten haben, entweder weil sie nicht wichtig genug erschienen sind, um hier auch noch beigelegt zu werden, oder weil sie halt einfach verloren waren. Gut, man darf nicht vergessen, dass Ron Ormond, ich glaube, auch über 50 Filme in der IMDb verzeichnet hat. Nein, 27, genau, war er als Regisseur beteiligt. Davon sind 10 Stück hier mit drauf, mit eben den 2 Bonusfilmen, wo er einmal nur das Drehbuch geschrieben hat und einmal nur produziert hat. Aber, ich habe jetzt wirklich nur Angst, ach ja, hier, 1964, es ist tatsächlich nicht falsch, weil es steht hier 1964, aber Copyright 66, erst veröffentlicht 67, deswegen eben die unterschiedlichen Jahreszahlen. Hätte mich auch wirklich gewundert, wenn das falsch wäre bei Indicator, aber das bringt mich dazu, wird Indicator dann irgendwann einmal in ein paar Jahrzehnten auch die gesammelten Filmwerke von Kevin Sorbo oder Faith Films oder diesen ganzen Deppen bringen? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist das eines der wildesten Blu-ray-Sets, von dem ich jemals gehört habe. Aber man merkt einfach, wie viel Liebe hier drin steckt. Man merkt aber auch, finde ich, ganz eindeutig, wenn man sich die Goodies und die Bonusmaterialien, die hier dabei sind, anschaut, merkt man auch wirklich, was eigentlich das Hauptaugenmerk von diesem Set war. Hier ist auf jeden Fall jemand von diesen ganzen christlichen Schwachsinnssachen ausgegangen und hat dann lediglich die anderen Teile einfach nur als Demo, als Doku, als Beigabe dazu gepackt. Da hat sich Nicholas Winding Refn ganz offensichtlich selbst ein Geburtstagsgeschenk gemacht mit diesem Set, aber lässt uns dankenswerterweise auch daran teilhaben. Da kann ich nur sagen, danke an NWR, danke an Powerhouse Indicator für dieses großartige Set. Ich meine übrigens alleine das als Spine-Beigabe, dass das Ganze auch so ein bisschen ausschaut wie so ein altes Buch. Absolut, absolut großartig kuratierte Edition und finde ich eines der wildesten und wüstesten Sets, die ich jemals gesehen habe und eines, wo ich wirklich sage, das ist für mich mit Sicherheit eine der geilsten Sachen, die ich dieses Jahr neu in meine Sammlung aufnehmen darf.